Es ist der Dienstagabend in Schierling. Auf der Biogasanlage von Christian Aumeier treffen sich Biogasexperten und Anlagenbetreiber zum 22. Niederbayerischen Biogaspraxistag. Ein regelmäßiges Treffen, bei dem die Teilnehmer verschiedene Biogasanlagenkonzepte besichtigen und sich untereinander austauschen. Ausnahmsweise findet dieser Praxistag diesmal ein paar Kilometer außerhalb Niederbayerns statt, da es Anlagen wie die in Schierling bundesweit bisher eher selten gibt. Unsere Biogasanlage wird halt hauptsächlich mit Kleegras beschickt, das was auf dem Biolandbau sowieso anfällt und nicht extra dafür angebaut wird für die Biogasanlage. Und wir haben sehr viel Wiesen und Grünland im Einsatz und wir fahren mit 70% Kleegras und Gras. Und aus dem Grund sprechen wir jetzt von einer Bio-Biogasanlage. Christian Aumeier nutzt für seine Anlage damit hauptsächlich Rohstoffe, die er früher an sein Milchvieh verfüttert hat. Stoffe neu anbauen musste er nicht. Und genau an diesem Punkt setzt auch Bayerns Landwirtschaftsminister Helmut Brunner mit seinen Plänen zum Ausbau der Biogasanlagen in Bayern an. Untersucht wurden die weiteren Potenziale in Sachen Grünland, die Reststoffe bei der Weinlese, die nicht in die Verfütterung gehen, oder zum Beispiel beim Stroh oder Maisstroh. Robert Wagner vom Fachverband Biogas hält deshalb die von Brunner angedachte Verdreifachung der Anlagen im Freistaat für durchaus realistisch. Ich denke, dass das sehr gut gemacht worden ist, auch sehr vorsichtig. Also man hat jetzt nicht gesagt, alles, was irgendwo an grünen Halm in der Gegend rumsteht, wird in die Biogasanlage geschmissen, sondern man hat wirklich mit, denke ich, sehr seriösen Kriterien hier ausgewählt, was in dieses Potenzial reingeht. Und ich war selbst überrascht, was da noch an Potenzial an Reststoffen zur Verfügung steht, ohne dass man jetzt für diese angedachten Anlagen groß Ackerfläche bräuchte. Auch andere Biogasanlagenbetreiber sehen im weiteren Ausbau durchaus eine Chance. Vor allem, da Brunner hauptsächlich kleine Anlagen im Blick hat, die nicht 24 Stunden am Tag Strom produzieren. Die sollen also letztlich eine Ergänzung darstellen für Sonne und Wind, im Wesentlichen eben also in Bayern als Ergänzung zur Photovoltaik, die insbesondere natürlich in der Nacht keinen Strom liefert. Und da wäre Biogas prädestiniert, die Lücke zu füllen. Kleinanlagen, wo das sinnvoll ist, wo es hinpassen, auf alle Fälle. Wir könnten auch, ein Riesenpotenzial steht da in der Tierhaltung, also mit Gülle, Mist, weil das ist ja der große Vorteil, wenn Mist und Gülle vergoren wird, dann ist auch der Geruch weitgehend beseitigt, was ja heute oft ein Thema ist bei der Gülleausbringung, sodass man da, glaube ich, sehr gut vorankommen könnte, wenn man da noch mehr Biogasanlagen schaffen würde. Christian Aumeier bleibt trotzdem skeptisch. Wir haben zum Glück im Umkreis von 10, 15 Kilometern nur ein, zwei Biogasanlagen und da geht's. Und andere Berufskollegen, die haben im Umkreis von 10 Kilometern 20 Biogasanlagen. Und da ist halt dann das Chaos vorprogrammiert um die Rohstoffe. In manchen Gegenden spitzt sich die Lage inzwischen da schon etwas zu. Wenn zu viele auf einem Fleck, sage ich mal, in einer Region stehen, kann es natürlich zum Kampf um Rohstoffe kommen. Aber gut, gute Planung und kleinere Anlagen, die kann ja dann eigentlich jeder Betrieb von seinen eigenen Flächen bedienen, dann ist das Problem auch gelöst. Die Diskussion über die Pläne des Landwirtschaftsministers hat gerade erst begonnen. Und noch völlig unklar ist, wie der Biogasausbau finanziert werden soll.